Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elex 2. Im letzten Part haben wir Kajas Problem gelöst und deswegen sind wir zwei nun endlich wieder vereint, arbeiten wieder zusammen und ja, wir machen uns jetzt heute erstmal dran, unseren Sohnemann zu finden. Das ist, wo ist das denn? Hier, Sicherung des Landes. Geschriebenes Bild eines Mädchens. Wo ist er denn? Nicht verlieren. Infiziert. In Gefahr. Achso, das ist das. Mein Sohnemann. Alles klar. Läuft wieder bei mir. Da ist wohl Dex. Okay, also hier raus, darüber. Und dann bringen wir den hier zur Bastion. Nur Manteau, ne? Dann Manteau. Mal gucken, wie es unserem kleinen Jungen geht. Er sah auf jeden Fall aus, als hätte er schon ein bisschen was erlebt. Ja, das muss man schon sagen. Aber das wird. Keine Sorge. Aber es ist im Griff. Wir sind ein guter Vater. Wir müssen da rüber. Das Wasser ist ein bisschen grünlich so. Weiß ich jetzt auch nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt drin rumschwimmen wollen. Das lassen wir lieber erstmal. Hier ist eine Ratte. Euch hau ich auch nicht, weil ich hau mal eine Ratte nur zum Checken. Aber ihr seht, es gibt ein böses Lachen und die Zerstörung steigt ein wenig. Dann lassen wir das mal. Man darf jetzt darüber streiten, ob das irgendwie sinnig ist, seinen Zerstörungswert daran festzumachen, ob man irgendwelche Ratten prügelt. Aber offensichtlich hielten die das für eine gute Idee. Also, weiß ich nicht, Digga. Finde ich ein bisschen bescheuert. Aber ist okay, ist okay. Ich hau also keine armen Viecher mehr. Ich habe sonst immer alles weggehauen, weil Erfahrungspunkte sind Erfahrungspunkte. Ja. Und meistens haben dann auch Ratten noch ein bisschen Fleisch verloren und Knochen. Das kannst du verkaufen. Also eigentlich, naja. Egal, ich will es nicht weiter hinterfragen. Wir machen munter weiter. Alles wird gut, Leute. Es wird alles gut. So, da ist Dex und hier ist Asgar. Jax, gut, dass du da bist. Kaya und der Kleine hatten sich schon Sorgen gemacht. Lass mich doch eben kurz noch ein Stückchen Kaffee trinken. So, wie geht es denn meinem Kleinen? Wie geht es meinem Sohn? Nun, du siehst es ja. Er verkraftet die vergangenen Ereignisse überraschend gut. Jedoch ist das alles natürlich ein wenig zu viel für einen Jungen in seinem Alter. Er sollte gar nicht hier sein. Nun, seine Mutter wollte ihn unbedingt bei sich haben. Sehr turbulente Zeiten in den letzten Tagen. Ja, das kannst du wohl sagen, ne? Also, Kaya hat dir die Aufsicht über unser Kind überlassen, hat sie mir schon erzählt, ne? Kaya hat dir die Aufsicht über unser Kind überlassen? Als Freund der Familie ist das für mich Ehrensache. Ich weiß ja, dass ihr beiden immer viel zu tun habt. Und wie es mir scheint, wird sich das in naher Zukunft auch kaum ändern. Ja, sie wird eher noch schlimmer in nächster Zeit, aber danach hoffen wir, dass es dann gut wird, ne? Du, ich bringe den Jungen jetzt erstmal in die Bastion. Du kannst gerne mitkommen, ne? Aber ich glaube, hier ist er nicht mehr so ganz sicher. Ich bringe den Jungen in die nahegelegene Bastion. Kaya und ich sind uns einig, dass es unter den momentanen Umständen das Beste für ihn ist. Das klingt gut. Dann bist du also jetzt für den Jungen verantwortlich. Die Bastion im Norden, nicht wahr? Die alte Ruine, die dieser Dawkins bezogen hat? Jeder außer mir scheint zu wissen, wer der alte Mann ist und was er vorhat. Nun, du warst offenbar einige Zeit anderweitig unterwegs. Offenbar. Ich werde mich sofort auf den Weg zur Bastion machen und dort alles vorbereiten. Seid vorsichtig. Wir sehen uns in der Bastion. Ja, ne? Dann gute Reise. Lass dich nicht verkloppen. Und wir looten jetzt erstmal, bevor wir dann gleich mit unserem kleinen Sohnemann schnacken. Gebratenes Geflügel. Da können wir auch nochmal wieder ein bisschen Essen zubereiten. Einmal, zweimal gebratenes Fleisch. Dann können wir hier nochmal gebratenes Geflügelfleisch machen. Her damit. Gebratenes Setzerbrot auch das. Erstmal mitnehmen. Boings. Und gebratenes Rattenfleisch. Gebraten ist alles besser. Das ist nun mal einfach so. So, dann haben wir hier noch Zeug. Nee, den Salat könnten wir diesmal nicht mitnehmen. Hier noch was drin? Ich finde es schön, wie Dex da so, der sitzt da so einfach, ne? Er ignoriert uns komplett, so nicht irgendwie aufstehen, Vater umarmen oder so. Nee, nee. Da haben wir ein Bild. Okay, das sieht aus wie ein
mir ein Löwe. Also hier sehen wir auf jeden Fall dieses Ding, was momentan über Magellan hängt. Und hier ist ein Löwe oder irgendein katzenartiges Vieh, würde ich mal sagen. War hier? Was habe ich da gerade gesehen? Die Eisenbahn, die nehmen wir noch mit. So, ne, man soll ja auch was zum Spielen haben. So, bewege den Dietrich nach rechts oder links, um die richtige Reihenfolge für das Öffnen des Zylinders herauszufinden. Okay, das ist wie früher. Es sieht nur etwas anders aus, aber sonst ist es das gleiche Spiel wie früher. Stahlhaut, Lebenssaft und kleiner grüner Stein. Nehmen wir natürlich gerne alles mit. Dankeschön. Ist auch eine interessante Bude, ne? Ist auch, es fehlt ein bisschen was vom Dach, aber sonst ist es gemütlich hier, ne? Sonst kann man da noch gut drin wohnen. Immerhin noch ein halbes Haus. Wir haben inzwischen gar keins mehr. Da ist dieses Kometending drauf gefallen und jetzt ist Ende Gelände, ne? Jo, hier noch irgendwas los. Hier ist noch Schrott. Eine improvisierte riesige Bank. Hier, guck mal. Da liegt noch Treibstoff rum. Hat sich gelohnt. Und noch mehr Dietriche. Die werden noch nützlich werden. So, einmal noch mal kurz hier in die Kisten luschern. Und dann würde ich sagen, schnacken wir gleich mit Sohnemann. Jeder Vieh. Hier haben wir so ein bisschen Gartenarbeit betrieben, leichte Dinge angebaut, ne? Für den Hausgebrauch. Und dann haben wir hier ein Teleporter. Verlassener Hof wurde aktiviert. Hier können wir unsere Fernkampf-Skills noch ein bisschen trainieren. Eigentlich ist es ja der Hof hier ganz muckelig, ne? Er hat auch hier eine Palisade, das heißt, man ist nicht super angreifbar. So schlecht ist das hier eigentlich gar nicht. Gut, dann wollen wir mal. So, kleiner Mann. Moin. Es geht los, Leute. Wir knacken jetzt mit unserem Sohn. Man sagte mir, die Morkons seien böse Menschen. Stimmt das, Vater? Wo hast du das denn gehört? Mutter sagt, sie wären einfach so in unser Lager am Weltenherz eingefallen und haben viele von uns getötet. Es war schrecklich. Warum tun die Morkons so etwas, Vater? Das ist etwas kompliziert zu erklären. Das verstehe ich nicht. Nur böse Menschen tun sowas. Oder etwa nicht. Erstmal, moin, ich freue mich auch, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Weißt du, der sieht seinen Vater wieder. Sag mal, was ist hier los mit diesen Morkons? Läuft, ey. Ein Kind in deinem Alter sollte so etwas gar nicht sehen. Wir werden dafür sorgen, dass so etwas noch nicht wieder passiert. Die Morkons folgen ihrer Religion. Ich sag mal, ich bin mir mal ehrlich, normalerweise sollte er sowas noch gar nicht sehen. Ein Kind in deinem Alter sollte so etwas gar nicht sehen. Warum nicht? Macht es das damit ungeschehen? Nö. Nein, natürlich nicht. Es waren nur einige von ihnen. Bestimmt sind nicht alle Morkons so. Dann waren das also gar keine richtigen Morkons? Ja, aber ich schätze, dass die Truppe, die das Weltenherz angegriffen hat, auf eigene Faust gearbeitet hat. Du hast recht, Vater. Es ist wirklich etwas kompliziert. Ja, also ist meistens nicht einfach. Und, was treibst du hier gerade? Bist du ein bisschen was am Malen? Was machst du gerade? Mutter sagt, ich soll hier warten, bis sie mit ihrer Arbeit fertig ist. Aber das dauert schon ziemlich lange. Können wir nicht woanders hingehen? Vermutlich wäre das das Beste. Du bist hier draußen nicht sicher. Die merken auch gar nicht, dass Kaya mit dabei ist. Die steht die ganze Zeit im Background. Mutter, ne? Ich kann sie sehen, aber ist okay. Dann komm mal mit, Kleiner. Ich bring dich mal eben zur Bastion. Da bist du dann sicher, ne? Komm mit mir, ich bring dich hier weg. Wirklich? Ich muss hier nicht mehr warten? Nee. Ich bring dich in die Bastion im Norden. Oh ja, die wollte ich mir immer schon mal ansehen. Aska sagt, da gäbe es Geister. Ja, so etwas erzählt er dir? Ich glaube, darüber sprechen wir nochmal. Na klar, ich liebe Geister. Komm schon, wir müssen jetzt gehen. Los, auf geht's. Ja, mein Kind. Ach da. Aska hat gesagt, dass er bald wieder ins Fort nach Tavar will. Stimmt das? Er muss da einige Sachen erledigen. Er soll dann aber wiederkommen. Keine Sorge, er ist bestimmt nicht lange weg. So wird das sein. So, wir machen uns dann mal auf den Weg. Sehr gut. Danke. Das, wir haben eine sehr positive und unterstützende Beziehung. Wo warst du eigentlich die ganze Zeit, Vater? Ich weiß nicht, ob ich davon erzählen soll. Ach komm schon, ich werde es schon verstehen. Ich war bewusstlos und konnte euch nicht besuchen. Bewusstlos? Echt? So richtig so mit alle Lichter aus und so? Mhm. Ja, genau so. Wow, wieso warst du denn bewusstlos?
Da waren diese... Komm schon, wir müssen weiter. Ich hab, also da waren diese Biergläser und sie standen auf der Theke und ich war schwach. Oh Mann, Alter. Es ist schon ein bisschen cringy mit unserem Sohnemann da, aber ey, das wird noch. Oh, ich kann jetzt eigentlich, wir haben unseren Sohnemann dabei, wir sollten eigentlich straight in Richtung vorlaufen und nicht jetzt das da angucken, aber ich kann nicht anders. Ich muss eben kurz mal gucken, was da so ist. Sieht aus wie ein alter Viehhof oder sowas. Ah, scheint ein Holz. Was eine Bruchbude. Meinst du, hier hat jemand gewohnt? Wer weiß, vielleicht war es hier früher wärmer und sie brauchten nicht so dicke Wände. Quatsch. Schau dir das doch hier mal an. Ich glaube nicht, dass hier jemand gelebt hat. War bestimmt irgendein Ritualplatz oder so. Ja, klar. Rituelles Bäume fällen oder was? Mhm. Wer weiß schon, was die Menschen damals so gemacht haben, um sich die Zeit zu vertreiben. Man musste ja angeblich keine Angst vor Mutanten haben, wenn man so viel Zeit hat. Wer weiß, auf was für schwachsinnige Ideen man da kommt. Ja, das stimmt. Man kommt auf einige schwachsinnige Ideen, aber na gut, vielleicht auch rituelles Bäume fällen. Es gibt ja immerhin diese Weltsägemeisterschaften da, wo sie dann irgendwie einfaches Beil, Bäume absägen. Warum willst du mir denn nicht erzählen, was mit dir passiert ist? Ich möchte dich nicht beunruhigen. Echt? Ich bin der Sohn der vermutlich größten Draufgänger von Magalan und du willst mich nicht beunruhigen? Je weniger du weißt, umso weniger musst du dir Sorgen machen. Komm schon. So sieht's nämlich aus. Deswegen lieber einmal ein bisschen weniger wissen als zu viel. Ne? Yo, Leute, entspannt euch. Ich hab euch. Also, ist okay. Eben kurz mal auf dem Dach gucken, ob hier noch was ist. Sieht nicht so aus. Dann können wir da eben mal rüber. Das ist übrigens der Vogel, den man schon aus Gothic 1 und 2 kennt. Dieses. Den gab es auch schon in Gothic 1 und 2. Oh, geil. Damit können wir in dieser Welt wahrscheinlich richtig viel anfangen. Und noch ein Bogen. Geldkassette. Dex, alles gut bei dir? Ist vielleicht doch besser, wenn er nicht... Oh, okay, die sind beide nicht viel besser drauf. So, dann weiter in Richtung Bastion, hätte ich gesagt, ne? Ich glaube, der Weg... Hier ist der richtige. Ich guck mal kurz auf der Map. Naja, wir müssen einfach nur dem Weg folgen. Dann kommen wir da ganz von alleine und automatisch hin. Ich werde später Mutter fragen, was mit dir passiert ist. Weißt du, vielleicht ist es besser, wenn ich dir davon erzähle. Das habe ich gehört. Ja? Pass auf, wir werden angegriffen. Von den Morkons? Also nein, ich meine, es sind Fremde in die Länder der Menschen eingedrungen. Ja, Mutter erzählte mir schon davon. Aber die sind doch noch weit weg. Nicht weit genug. Ich wurde von ihnen überrannt. Wirklich? Ja, und dabei haben sie mich, also... Ich war einige Tage nicht ansprechbar. Cool. Wenn du das sagst. Mega cool. Ich war bewusstlos und wusste nicht, was man mit mir macht. Mein Körper lag einfach nur rum und alles hätte mit ihm getan werden können. Cool. Es klingt nach Gegnern. Aber wir haben ja Kaya mit dabei. Wir beide, die heftigsten Draufgänger von Magalan. Was soll da passieren? Nichts wird passieren mit unserem Kleinen. So. Jetzt müssen wir da nur noch den Hügel hoch. Ich kann die Bastion schon sehen, Leute. Wir sind ganz nah. Wir sind ganz nah. Nur noch hier den Hügel hoch. Dann haben wir das. Aber bei dem Vogel kriege ich direkt Gothic-Heimweh. Ich sag euch, wie das ist. Alter, hier sind Gebäude. Wir müssen erst reingucken. Bekommen direkt Gothic-Heimweh. So, dann schauen wir mal hier hinein. Energieriegel. Leichtes Schloss. Katsching. Da haben wir einen beschädigten Kriegshammer. Sowie eine einfache Berserkerkapuze. Das ist schon mal gut. Haben wenigstens ein bisschen Schutz. Vater? Ja? Ja? Diese Fremden. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Bisher haben sie sich noch nicht dazu geäußert. So wie es aussieht, werden wir es aber bald erfahren. Und es wird uns nicht gefallen, vermute ich. Aber Mutter und du werdet doch auf die Menschen aufpassen, oder? Darum bringe ich dich jetzt erst einmal in Sicherheit, ja? Wir müssen uns genau informieren, was da auf uns zukommt.
So, und jetzt ist aber erstmal Schluss mit der Fragerei. Ja? Lass uns weitergehen. Ja, Vater. Ja, Vater, ich glaube, die sind aus dem All gekommen, weil die Bock auf einen Döner haben. Die wollen einfach mal wieder... Was, habe ich da gerade Kartoffelsalat eingesammelt? Vor allen Dingen, Alter, der steht hier ungekühlt rum. Wie lange steht dieser Kartoffelsalat hier schon rum? Das kann doch nicht gesund sein. Boah, über die Fenster hier, du Junge. Die musst du aber auch mal wieder waschen, ne? Aber ich glaube, ich werde es eh nicht überleben. Wenn ich diesen Kartoffelsalat esse, da wird sich mein Inneres direkt nach außen schälen. Das sage ich euch. Der wird sich durch meine Magendecke wieder fressen. Oh, die Toilette, Alter. Schwarzgebrannter. Ja, ja. Aber eine Badewanne am Start. Haus geht klar. Hier können wir drin wohnen. Es gibt Licht, es gibt Kartoffelsalat und eine Badewanne. Und draußen haben wir noch einen Waschzuber. Was willst du denn mehr? Mal. Kurz aufs Dach gucken. Ey, wir haben sogar richtige Ziegel. Mit richtig so Schindeln und so. Voll gut. Gegner. Gegner. Na? Komm ran. Brauchst du dich nicht über die Brücke? Ich krieg hier Gothic 3 Vibes. Lästiger Ritter. Oh, die halten aber was auf. Ah ja, I could need your support. Das ist nicht vergiftet. Okay, das scheint irgendeine Quest zu sein. Aber wenn die Fremden nur gekommen sind, um mit uns zusammenzuleben und wir sie einfach nur nicht richtig verstehen. Dex. Ja, ja, schon gut. Hier sind wohl noch weitere lästige Kritter. Einer von fünf stand da auf jeden Fall. Also wir sind mal wieder in irgendeine Quest reingelatscht. Das ist ja so eine Tradition von mir. Ich latsche immer in die Quests rein, bevor ich den Questgeber gefunden habe. Kürzt die Gespräche ab, ne? Leichtes Schloss knacken, na komm. Ich bin nicht gut genug. Das geht nicht. Was haben wir denn hier sonst noch so rumliegen? Pfeile, immer gut. Pfeiltrankmittel. Muckefuck. Alter, Muckefuck. Was zur Hölle? Aber ein geiler Name. Deftige Kartoffelpfanne. Ich glaube, irgendjemand hatte hier Bock auf Kartoffelgerichte. Kann das sein? Vielleicht haben die auch die Nachbarschaft immer so das Kartoffelfest ausgerufen. Chili con carne. Und jeder bringt dann seine Lieblingskartoffelspeise mit. Einen haben Kartoffelsalat gemacht, die anderen hier Kartoffelpfanne. In dem Chili con carne waren bestimmt auch Kartoffeln drin. Die Toilette ist auch interessant eingerichtet, so das Bad, ne? Weiß ich nicht. Unser Bad würde nicht so aussehen. Ist das hier eine Kaffeemaschine? Ja, Mann! Die Bude ist nicht schlecht, aber keine Badewanne. Dafür eine Kaffeemaschine. Es ist schwierig, sich zu entscheiden, wo ich jetzt lieber wohnen wollen würde. So. War zwei Matratzen im Bad, falls man mal Besuch hat. Die dürfen dann immer neben der Toilette schlafen. Ja, es ist schön gemütlich, ne? So, mächtiger Heiltrank, immer her damit. Das nehmen wir auch noch mit. Honig. Oh, können wir uns ein Glazing machen für Spare Ribs, ey. Jetzt brauchen wir nur noch einen Grill. Irgendjemand wird doch irgendwo noch einen Grill haben. Interessant. Ja? Ach hier, guck mal. Das ist immer noch verbuggt. Irre. Daran erinnere ich mich noch. Das war damals zum Release schon so. Hier stimmt irgendwas mit den Schatten nicht. Von dem Baum da oben. Weil sonst sehen alle Schatten gut aus. Aber hier ist irgendwas im Eimer. Die bewegen sich auch nicht und so. Ist immer noch irre. Das wird auch nicht mehr gefixt, Leute. Das Thema ist durch. Ja, crazy. Rohes Rattenfleisch. Ich weiß auch nicht, dieser DirectX 12 Layer, den wir jetzt aktuell nutzen, ist ja auch Beta. Der hat es auch nie in eine fertige Release-Kiste geschaffen. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, aber man kann jederzeit wieder umstellen auf das normale. Knoblauchbrot! Das scheint tatsächlich einfach nur Brot mit Knoblauchscheiben dazwischen zu sein und nicht das, was wir erwarten würden. Ein Ventilator. Der wurde hier extra aufgebaut, um einmal den Kackeduft in die Bude zu pusten. Fenster zu, Ventilator an und dann schön den Scheißegeruch in die Bude. Frag mich nicht, wer da drauf steht. Ein Pokal. Tasse. Na gut, ich glaube, wir haben hier soweit erstmal alles uns angesehen. Wenn ich jetzt da hochgehe... Ja, der Weg ist, glaube ich, okay. Der führt uns auch nach oben. Also wir können auch hier lang gehen. Ich habe vor diesen komischen, nervigen Krittern jetzt nur einen gefunden. Wo ist denn der Rest? Oh, der Hahn kräht. Ist doch gut, Hahn. Meine Lieben, der Hahn ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle mal wieder so einen kleinen, muggeligen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Timeline da. Kommentare und Feedback sehr gerne. Kaya!
sehr gerne unterm Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.